Moin, moin. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen. Wir sind hier gerade schon voll am Aufbauen. Die Mädels sind hinter mir richtig am Wulacken. Und ja, für den großen Dielenflohmarkt. 3 Wochenenden im September. Zum Schluss wird die Adresse noch eingeblendet. Da, ja, jetzt machen wir einfach mal einen kleinen Durchgang. Könnt ihr schon mal gucken, was uns hier alle so erwartet. Also, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Ja, hier ist so ein bisschen die Technik-Ecke. Fotoapparate, Objektive, Videokamera. So, da sind etwas ältere Semester zu sehen. Kameras, Kameras, Kameras. Wie ihr seht, nur Kameras. Ja, einige neue Sachen, altes. Hier sind noch Kisten, die müssen wir alle noch auspacken. Ja, draußen geht es dann weiter. Das muss auch alles noch hergerichtet werden. Also ist noch ein bisschen Arbeit. Ein bisschen schon ausgepackt, wie ihr seht. Ja, dann gehen wir mal wieder rein und gucken drin weiter, weil da steht schon einiges. Porzellan, Porzellan, Porzellan. Auf der anderen Seite Gläser, Gläser, Gläser. Ich würde sagen, definitiv für jeden Geschmack eindeutig was dabei. Da, Bowle. Bowle, Bowle, Bowle. Biergläser. Ja, Wahnsinn, was sich da so alles ansammelt. Da ist die Holländerecke, unschwer zu erkennen. Porzellan, Porzellan, Porzellan. Küchenklamotten, Ostern. Ja, hier ist noch ordentlich Platz. Das wird auch alles noch aufgefüllt in den nächsten Tagen. Ja, Tassen, Tassen, Tassen. Bilder. Ja, hast du. Ja, das sind die ganzen Osterhasen. Das ist die Osterabteilung. Den leg mal ruhig wieder dahin, Per. Wir haben genug Löffel. Und
Jo, was? Da steht ein Zug, ja. Guck mal, hier ist das Buch. Hast du das gesehen, dass ich es hier liegen gelassen habe für dich? Was ist von ihr? Kannst du jetzt hier reingucken, wenn du willst? So, das war der kleine Rundgang. Ja, die ersten drei Septemberwochenenden. Britta, waren das die ersten drei Septemberwochenenden? Nee, ab dem 9. Ne? Ja. 8. und 9. September, danach das Wochenende und das darauf folgen. Also drei Wochenenden hintereinander. Die Daten blende ich euch ein, wenn ihr Bock habt. Schaut vorbei. Ich werde wahrscheinlich auch hier vor Ort sein. Richtig was zum Stöbern. Und ja. Würde ich sagen, dann bis dann. Macht's gut. Ciao.